Guten Morgen, es ist kurz vor 8 in München. Dieser Zug bringt uns nach Buchloe. Umsteigen in Buchloe in den Zug nach Kaufbeuren. Das Wetter verspricht heute sehr gut zu werden. Und wir haben auch eine sehr interessante Wanderung vor. Wir haben Kaufbeuren erreicht. Zuerst geht es in den Stadtpark hinein, dann ein Stückchen durch Kaufbeuren, bevor wir dann zum Kloster Irse wandern. Das hier heißt Wunderkreis. Naja. Der Stadtpark ist hübsch. So, und jetzt ein Stückchen durch den Ort. Zur Erinnerung an den glorreichen Krieg. Gemeint ist der Krieg 1870-71. Naja. Schöne historische Gebäude. Ein Stückchen den Berg hinauf. Von oben hat man einen Blick auf Kaufbeuren, wobei die Bäume schon etwas im Weg sind. Oben auf dem kleinen Berg steht der Fünfknopfturm. An der Stadtmauer entlang geht es weiter. St. Blasius ist leider geschlossen. Diese gut gesicherte Tür heißt Schlupf. Hinter St. Blasius steht der Blasius-Turm. Und jetzt noch ein Stückchen durch den Ortsrand von Kaufbeuren. So, und jetzt geht's raus aus Kaufbeuren. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man im Hintergrund die Berge erahnen. Hier kommt man von der realen Welt in den Pferdehof. Seltsam, Google hat uns jetzt irgendwie quer auf die Wiesen geführt. Nach ein paar Stromschlägen haben wir es jetzt wieder auf einen Weg geschafft. Aber jetzt müssen wir noch einmal vorsichtig unter einem elektrischen Weidezaun durch. Das war jetzt hoffentlich das einzige kleine Abenteuer für heute. Da oben ist dann auch schon die Kapelle, die wir gesucht haben. Die Fatima-Kapelle. Maria und die drei Hirtenkinder. Heilige Mutter Crescentia, beschütze uns. Wenn man genau hinschaut, kann man von hier oben die Berge sogar noch ein bisschen besser sehen. Und weiter geht's. Heute wird's richtig heiß. Dieser Ort heißt Großkemnath. Und da gehen wir jetzt hin. Da oben auf dem Berg in Großkemnath muss sich ein historischer Turm befinden. Das ist der Römerturm.
vorne Ernesto und hinten Oreo. Die beiden haben wir am Turm getroffen. Und wir durften sie auch etwas streicheln. Und jetzt in den Römerturm hinein. Übrigens, der heißt nur Römerturm. Hier waren nie Römer. Und hoch geht's. Und schon sind wir oben. Der Ausblick in die eine Richtung und der Ausblick in die andere Richtung, wobei man wegen der großen Bäume nicht so viel sehen kann. Jetzt ist da eine größere Gruppe mit vielen Lamas und Alpakas gekommen. Und jetzt geht's wieder runter. Und während die Leute alle jetzt den Turm hinaufgegangen sind, warten die Tiere friedlich hier unten. Und bei den weiteren Burgresten hat man hier ganz praktisch noch einen Spielplatz gebaut. Sehr hübsch. Auf einem Pfad abwärts geht es weiter. Vorher ging es abwärts, also muss es jetzt auch wieder aufwärts gehen. Wenn man jetzt da ein Stückchen geradeaus geht, kommt man nach Klein Kemnath. Und jetzt sind wir wohl schon in Klein Kemnath. Die Pfarrkirche St. Stephan ist leider geschlossen. Und hier geht's wohl schon wieder aus Klein Kemnath hinaus. Dort im Schatten schlafen die Kühe. Hier gackern ein paar Hühner. Und wir gehen weiter. Die Kühe haben ganz schön zu tun mit den bösen Fliegen. Dieser winzige Ort hier heißt Bickenried. Laut Google heißt hier irgendwas Hof der Hoffnung. Ich weiß aber nicht, was das ist. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Irsee. Und schon kommt das Kloster Irsee in Sicht. Und schon haben wir die Ortschaft Irsee erreicht. Hier sind sogar die Trafohäuschen hübsch. Da vorne rechts, da ist die Klosterbrauerei. Und ein Blick auf die Klosterbrauerei von der anderen Seite. Und das ist das Restaurant Klosterbräu. Und das ist das Kloster Irsee. Die Klosterkirche St. Peter und Paul. Eine sehr imposante Kirche. Ein wunderbarer Altar. Und jetzt wieder zurück zum Klosterbräu. Ein tolles Ambiente. Wirklich hübsch hier. Starkbier und das andere heißt Urtrunk. Das ist das Starkbier.
süß-herb. Und das ist der Urtrunk. Klar, bitter. Das ist ein Schweinekrustenbraten. Und das heißt Brotzeit dreierlei. Ich glaube, zwei der Gläser enthalten Käse und das dritte so eine Art Wurstsalat. Sowohl der Brotzeitteller als auch der Schweinebraten sind absolut ausgezeichnet. Hier gibt es auch einen guten Shop, aber wir wollen das auf der weiteren Wanderung nicht tragen. So, und jetzt geht's auf einem anderen Weg wieder zurück nach Kaufbeuren. Erstmal ein Stückchen bergauf, was mit vollem Magen nicht ganz leicht fällt. Die Kühe hier haben sich ja wunderbar aufgereiht. Im Wald ist es etwas kühler. Wunderbar ruhig hier. Ein bisschen durchs Gebüsch. Hier im Wald sind wir ganz allein. Im Zickzack durch den Wald. Die Richtung beizubehalten ist nicht ganz einfach. In Summe etwa 5 Kilometer durch den Wald. Viele Dornen. Da muss ich mit meinen kurzen Hosen schon etwas aufpassen. Im Wald haben wir noch keine Menschenseele getroffen. Und sowas wie eine Bank für müde Wanderer gibt's hier wohl auch nicht. Dieser Weg hier sieht doch ganz vielversprechend aus. Leider geht's jetzt den Berg hoch. Frisch im Wald, aber eine Bank wäre jetzt trotzdem nicht schlecht. Jetzt haben wir die Mindelheimer Straße erreicht, die wir überqueren müssen. Und ich denke, das hier gehört schon zu Kaufbeuren. Das ist der Turm. Und das ist die Kirche, Heilige Familie. Eine schöne, moderne Kirche. Weiter Richtung Altstadt. Hübsche Häuser hier. Ist doch ein ganz schönes Stück bis zum Stadtzentrum. Heute war ein Fest mit Umzug in Kaufbeuren. Schön. Pech, das berühmte Zollhäuschen ist heute total eingerüstet. Durch Kaufbeuren. Das ist der Süwollenturm. Am Kunsthaus vorbei. Wir gehen jetzt kreuz und quer durch die Altstadt. Das ist die St. Martinskirche. Davor wird gerade etwas abgebaut. Gegenüber der Kirche steht der Münzturm. So, und jetzt geht's rechts rüber Richtung Rathaus. Ein Modell der Altstadt. Und da vorne müsste das Rathaus sein.
das schöne Rathaus von Kaufbeuren. Richtung Bahnhof. Da hinten steht noch ein historischer Turm, aber da laufe ich jetzt nicht mehr hin. Wieder durch den Stadtpark. Schnell. Mit 10 Minuten Verspätung kommt der Zug. Der Zug ist gut ausgelastet. Nach einer halben Stunde warten, umsteigen in Buchloe. Wohl aufgrund der 9-Euro-Ticketzeit geht es in einem total überfüllten Zug zurück nach München. Wir wünschen einen schönen Tag und alles Gute.